Der neue Asylkoordinator des Landes Hessen, Axel Wintermeyer, auf dem Weg in die Außenstelle US-Depot der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Eben war der neue Sonderbeauftragte schon zu Besuch in der Unterkunft am Meißenbornweg, der eigentlichen Erstaufnahmestelle des Landes Hessen, die aber schon seit Monaten aus allen Nähten platzt, um sich auch dort ein Bild von der Lage zu machen. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden auch über die Arbeit und der Beamtinnen und Beamten hier, der freiwilligen Kräfte, die hier sind, für die ich mich auch sehr herzlich bedanke. Es ist eine große Herausforderung, der wir uns hier stellen. Gießen ist mit etwa 5000 die größte Erstaufnahmeeinrichtung in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gerade als Land Hessen hier die Erstaufnahme professionell entsprechend regeln können. Auch in Gießen müssen viele Neuankömmlinge, wie in vielen anderen hessischen Kommunen, erst einmal mit einem Platz im Zelt Vorlieb nehmen. Momentan sei das noch nicht anders zu machen. Man suche aber intensiv nach Lösungen für das Problem. Also unsere Aufgabe als hessische Landesregierung ist zunächst erstmal, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Das haben wir bisher auch geschafft. Die Zelte, die wir noch aufgebaut haben, wollen wir bis zum Jahresende entsprechend auch witterungsbedingt zurückführen. Wir arbeiten dort mit Hochdruck dran, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Garantieren können wir es nicht, weil wir haben derzeit noch etwa 680 Flüchtlinge, die pro Tag zu uns nach Hessen kommen. Und auch für diese müssen wir entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten finden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Es gibt nichts, wo wir nicht sagen können, es geht nicht, sondern wir arbeiten momentan alle 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und das ist unsere Aufgabe, das zu lösen. Die Zahl der neuen Asylsuchenden bleibt hoch. Allein während des kurzen Besuchs von Axel Wintermeyer erreichten mehrere Busse mit Neuankömmlingen ihr Ziel, die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. Zurzeit verteilt das Land Hessen pro Woche etwa 2000 Flüchtlinge von der Erstaufnahmestelle weiter auf die Kommunen. Das alles sei zwar eine große Herausforderung, die man aber mit gemeinsamen Kräften meistern werde.